Hallo, hallo, ihr Lieben. Hier sind wieder Carina Lindmeier und ich bei Adobe Live, heute in der festiven Session für Fresco. Und ja, hi, falls ihr bei YouTube dabei seid, hüpft doch einmal gerne rüber zu Behance, weil dann könnt ihr auch mit uns chatten und wir können Fragen beantworten. Und ja, da sind auch noch ganz viele andere und das ist super schön, da mit uns ein bisschen abzuhängen und gemeinsam zu zeichnen. Ja, hi Carina schon mal. Hi Dani. Ja, und hallo im Chat. Helmut ist da, Tim natürlich wie immer. Ja, wir haben uns entschieden, dass wir bei einer Challenge mitmachen. Und zwar geht es da um die Challenge von Camilo Hidalgo, in der es darum geht, das Licht und die Sonne im Winter darzustellen. Und ja, da würden wir uns sehr freuen, wenn ihr da auch einfach mitmacht, weil es nämlich richtig cool. Ihr könnt da auf jeden Fall einen super tollen Print von Camilo gewinnen und die Bombe, natürlich die Adobe CC Subscription. Ja, dazu müsst ihr nur ein Artwork mit den Adobe Apps erstellen. Kann auch eine Fotografie oder ein Video sein. Hauptsache mit Adobe kreiert und ja, das dann einfach auf allen gängigen Kanälen posten unter dem Hashtag On the Light Side. Das wird der Tim ganz sicher nochmal in den Chat schreiben. Und ja, gerne auf Twitter, Instagram, Discord, Behance, überall, wo es nur geht. Und ja, Carina, was hast du denn vorbereitet? Ich bin schon ganz gespannt zu sehen, was du Schönes hast. Hab's ja auch noch nicht gesehen. Ja, ich würde auch gerne mal Hallo sagen. Ich freue mich voll, dass wir heute wieder gemeinsam hier am Zeichnen sind in Fresco. Und auch nochmal ein Hallo von mir an dem Chat. Viele bekannte Gesichter. Freue mich voll, dass das wieder dabei sind. Ich finde ja diese Challenge ganz cool, weil ja, es wird jetzt wieder dunkler und so ein bisschen diesen Lichtgedanken zu visualisieren. Deshalb finde ich es auch total spannend, dass wir das gleich nutzen können, um hier mitzumachen. Ich habe mich Und so ist ja auch gefreut. voll Bombengewinn. Also es zahlt sich auch richtig aus, hier sich was zu überlegen. Und es ist auch ganz cool, dass es für alle Disziplinen irgendwie offen ist. Also ganz egal, ob Fotografie oder doch lieber Illustrator oder vielleicht auch eine Typo-Lösung. Das Beste ist, ihr habt bis zum 15.12. Zeit, also noch 2 Wochen. Da kann man echt noch richtig was rausholen. Oh yes. Genau. Und ich habe mir gedacht, ich genau, versuche einfach mal hier ein bisschen Lettering mit Illustrationen zu kombinieren. Oh ja, super schön. Mit den Händen wieder. Genau. Und halt sehr bunt. Ja, aber das können wir ja beide ganz besonders gut. Und du so? Ja, ich habe hier so 2 Girls, die so relativ cool in der Gegend rumstehen. Dachte, ich mache mal so was Starkes und ja, weil ich irgendwie diese Idee mit, ja, also die Sonne ist ja zum Beispiel auch in Hamburg weg. Erstmal, sie taucht sehr wenig auf in den nächsten Monaten, aber um dem Ganzen so ein bisschen entgegenzuwirken und die Stärke, also dass man trotzdem da ist und sehr farbenfroh da entgegenzuwirken. Also ich brauche das total dolle, auf jeden Fall, wenn es hier nur grau ist, richtig viele Farben, stark, das tut meinen Augen richtig gut und gerade auch in jetzt den Zeiten, also mir tut sowas einfach gut. Bin schon gespannt. Ich sehe jetzt auch noch gerade hier im Chat haben noch einige gefragt, wo sie das denn posten sollen. Genau. Einfach auf Instagram, Twitter oder Discord mit dem Hashtag On the Light Side. Und zu gewinnen gibt es eben ein Jahr Creative Cloud. Ich wiederhole es jetzt nochmal. Und einen Und wunderschönen Print. einen wunderschönen Print von Camilo. Man kann seine Arbeiten auch schon sehen auf Instagram. Also könnt ihr auch mal rüberhüpfen, beziehungsweise gab es gestern auch einen Stream, den kann man auch nochmal hier auf Behance nachsehen. Für alle, die noch mehr Hintergrundinfos von Camilo direkt haben wollen. So, ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los, oder? Ja. Ich freue mich schon voll. Ich stehe schon voll in den Startlöchern. Ja, ich konnte auch gar nicht schlafen, weil ich so aufgeregt war und so Lust hatte. Ja, so Oh gut. ja, endlich wieder. Screen Time. Wuhu. Dann Ja, ich legen habe wir mir mal auch los.
Ja, ich habe mich auch ein bisschen inspirieren lassen von Camilos Arbeiten und so ein paar grafische Elemente von ihm auch tatsächlich ein bisschen übernommen, weil ich dachte, es wäre schon cool, wenn es auch dazu passt. Er hat nämlich da auch schon echt ein paar nice Arbeiten gepostet tatsächlich. Ja, hier so zum Beispiel hinten dieses runde Ding und das immer mit dem Kreis und der Sonne. Oh ja. Hast du denn ein Farbkonzept? Also wir haben ja jetzt gesprochen bunt, aber hast du irgendwie eine Idee, in welche Richtung es gehen soll? Ich habe so eine Grundidee, aber so ganz entschieden habe ich noch nichts. Wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen in einem vorherigen Stream, dass ich sehr viele Bilder mache und dann auch quasi mit Capture dann die Farben oft rausmesse. Und die dann halt gleich reinlade und da habe ich halt so meine Favoriten. Also ich finde ja auch so diese erste Palette ganz gut. Und mal schauen, also vielleicht jetzt auch ein Mix, aber irgendwie was Knalliges, was das Licht dann so ein bisschen widerspiegelt und reinbringt. Und du? Hast du schon einen Plan? Oh, ich bin momentan so komplett auf, ich habe irgendwie so eine Palette, die ich irgendwie besonders gerne mögen zu scheine. Das ist ja rosa, lila, orange und ein knalliges Rot. Ja, super. Also irgendwie sowas. Die sind auf jeden Fall immer dabei. Also ich habe ja in letzter Zeit richtig viel neue Dinge probiert und ausprobiert und ja, wollte auch vor allen Dingen mal genau gegen meine Farbpalette gehen, die ich sonst immer so genommen habe. Das ist ja mein Peach-Orange-Leberwurst und diverse Grüntöne war, um davon mal so ein bisschen wegzukommen und ja, da bin ich jetzt momentan relativ viel auf lila, pink und knallrot und orange. Ich bin ja auch lila und orange. Mega Kombo. Irgendwie rockt's. Also es muss natürlich auch das Verhältnis ein bisschen stimmen, aber ja, klar. Finde ich schon ganz gut. Und hast du denn auch, es hat sich ja auch im Fresco einiges getan. Ganz gut. Hast du denn auch neue Lieblingspinsel oder irgendwie hat sich auch dein Arbeitsprozess so ein bisschen verändert? Ja, tatsächlich. Also früher habe ich ja, vor ein paar Monaten noch habe ich viel mit Masken gearbeitet und eigentlich nur mit der Auswahl und dann das gefüllt. Mittlerweile arbeite ich ja ähnlich zu dir jetzt tatsächlich, dass ich ausmale und mehr so Dinge mache. Ist total witzig. Also Fresco hat bei mir echt alles geändert und einen komplett neuen Schwung reingebracht und ich habe eigentlich jetzt mein ganzes Portfolio umgearbeitet. Und mache jetzt eigentlich fast nur noch mit Vector-Brushes und das ist so ein bisschen back to the roots, weil ich ja aus dem Modedesign-Studio haben wir ja eigentlich nur mit Illustrator gemalt früher. Spannend. Ja, und ja, der nächste Schritt ist dann vielleicht auch mal wieder nochmal Illustrator auszupacken, weil da habe ich jetzt tatsächlich ganz schön lange nicht reingeguckt. Ja, Illustrator gibt es ja auch jetzt fürs iPad. Ja. Ich habe nur ganz kurz mal das ausprobiert, muss man sich auch mal die Zeit nehmen oder beziehungsweise Zeit haben, das mal ein bisschen intensiver dann anzugehen. Das kommt dann als nächstes bei mir. Da bin ich auch schon richtig gespannt drauf. Ja, Christine sagt auch gerade, sie arbeitet in Fresco auch komplett anders als am PC. Für mich war es echt, eine neue Welt eröffnet sich. Ich bin komplett eigentlich die letzten 2 Monate mit meinem iPad und Fresco verheiratet. Ich habe keine Freunde mehr gesehen, das war's. Also ich meine, es ist ja eh gerade nicht, ne? Aber ich bin echt so, okay, Fresco, hallo, morgens, mittags, abends, gar kein Stoppen mehr. Ich kann mich gar nicht mehr zusammenreißen. Also ich bin süchtig gerade. Hihi. Ja, ist ja auch total praktisch. Also ich finde schon, ist halt einfach ein toller Mix. Ja. Mit den ganzen Features. Genau. Mal gucken, was hier noch so
gibt schlimmere Süchte. Ja, Christine, da hast du absolut recht. Ja, ich habe auch irgendwie keine Ahnung. Ich greife jetzt auch gar nicht so sehr zu den Vector-Brushes. Nee, ja, da bin ich ja gerade komplett verloren. Keine Ahnung, wieso. Aber ich liebe halt auch diesen selbstgezeichneten Look. Und ja, also diese... Oh, falsch. Und diese Kalti Webster Brushes sind halt immer noch meine absoluten Favoriten. Also da finde ich immer wieder ganz tolle neue Pinsel. Wie machst du das dann mit diesen Vector Brushes, wenn du das anlegst? Zeichnest du dann trotzdem, bringst du dann trotzdem noch Strukturen rein? Oder? Nee, momentan gar nicht, leider. Also ich bin echt verfallen im flachen Ding. Aber das kommt. Ich suche auch schon, aber ich habe noch nichts gefunden, was mich jetzt so komplett abgeholt hat. Mhm. Da muss ich noch ein bisschen ran. Aber das wird schon. Also da finde ich schon. Ich lasse mir jetzt auch total viel Zeit und habe mir jetzt auch echt... Habe jetzt gerade meinen Shop zugemacht, damit ich einfach die Zeit habe, um jetzt mal wirklich mich auch nochmal voll auf den kreativen Prozess einzulassen und wirklich an was Neuem zu arbeiten. Und ja, alle Zeit dafür. Und ich feiere es auch so hart ab. Ja, ist ja auch voll gut, oder? Wenn man sich dann bewusst dazu entscheidet, sich Zeit zu nehmen, um dem kreativen Prozess ein bisschen Platz zu geben. Man hat ja sonst auch die Zeit einfach nicht, oder? Also genau. Wann soll man das sonst auch machen, ne? Ja, voll. Halt sehe ich auch gerade. Melanie ist jetzt auch noch da. Und hallo! Hi! Tanja Hildebrand ist auch noch da. Es sind noch einige hereingehüpft in den Chat. Sehr cool. Ja, ich bin schon gespannt, wer denn alles so mitmacht und was ihr dann alles so Schönes zaubern werdet. Das Thema gibt ja auch ganz viel her, finde ich. Also. Ja, total. Also hatte auch direkt irgendwie so 4, 5 Ideen. Mhm. Und dachte dann aber, ja, sowas Knalliges brauche ich irgendwie jetzt. Ja. Jetzt, wenn dann diese graue, nebelige Zeit kommt, darf schon mal ein bisschen bunter sein. Hat es denn bei euch schon geschneit im wunderbaren Österreich? ja, in manchen Regionen hat schon geschneit. Bei mir hier in Linz noch nicht. Also ich bin mal so etwas neidisch, muss ich sagen. Ich finde Schnee ja richtig cool. Ja, es macht dann schon nochmal eine ganz andere Atmosphäre. Definitiv. Wenn man dann wirklich so dieses, als ist der Winter angekommen, Feeling hat. Ja, das haben wir hier irgendwie gar nicht. Leider. Keine Chance. Keine Chance. Oh, schade. Ja, kannst du vergessen. Vielleicht mal so 3 Flocken. Dann bricht alles zusammen und dann ist alles wieder weg. Verkehrschaos. Ja. Ah ja, ich sehe schon. Grüne Blätter. Ich bin noch am Überlegen, wie ich denn die Hände einfärbe. Vielleicht doch eher so ein knalliges Rosa. Welche Strukturen nimmst du denn immer so? Jetzt mal nochmal den Profi fragen, weil ich ja noch suche. Wie machst du denn also, da? Malst du dann erst an oder malst du direkt mit dem Strukturpinsel? Das ist ganz unterschiedlich. Ich mache ganz viel intuitiv. Oder weil ich einfach auch viele Sachen dann ausprobieren möchte. Mhm. Und es kommt halt auch immer drauf an, für was.
also für was es dann tatsächlich verwendet wird oder der Zweck der Illustration. Ja, stimmt. Ist und ganz oft halt auch, dann sind es wirklich diese Kundenvorgaben, die man ja dann trotzdem hat. Ja, weil was ich nämlich total abfeiere, ist ja tatsächlich das mit den Vektorbrushes, ne? Also Größe spielt keine Rolle mehr auf einmal. Ich muss mir keine Sorgen mehr machen. Ja. Das ist, wow. Also das ist schon ziemlich cool und es ist ja auch, oh, ja, wenn die Form dann nicht geschlossen ist, dann geht's halt nicht. Es ist halt auch ziemlich toll, wenn man dann halt wirklich so diese Vektorebene hat und dann vielleicht auch nochmal drüber zeichnet mit, keine Ahnung, Kohlestruktur oder Kreide. Und dann halt multiplizieren, die Ebene, oder? Ja, oder einfach eine Maske drauflegen. Mm. Okay. Oder mit der Clipping Mask vielleicht. Genau. Und zurzeit stürze ich eher mehr so drauf ab, diesen selbst ausgemalten Charakter zu haben. Auch hier zum Beispiel so mit diesem Filzstift. Was ich dann jetzt gerade so benutze. Also hier jetzt bei dieser Farbe sieht man es nicht so gut, aber das wirkt halt dann auch noch so ein bisschen dieser analoge Touch, der halt dann beibehalten wird. Und das finde ich ganz schön. Ja. Und da suche ich jetzt auch echt nach Möglichkeiten. Das finde ich bei dir auch immer wirklich sehr schön. Also, man sieht halt hier auch, je nachdem, es sieht halt dann wirklich so aus, wie ausgemalt mit einem Filzstift. Ja, und das Schöne ist ja auch, dass man dann die verschiedenen Strukturen und auch diese verschiedenen Pinsel so toll mischen kann. Und da immer wieder neue Sachen reinbringen kann oder drüber malen. Mhm. Ja, finde ich ganz toll. So, genau, eine Hand. Hast du denn bei der Auswahl, hast du denn bei der Auswahl, ja, ich muss auch zugeben, ich habe ein neues iPad und auch den neuen Stift. Ich hatte das davor ja noch nicht und ich muss das alles noch mir wieder ein bisschen einstellen und manchmal passieren dann Sachen. Ja, die Gewohnheiten erstmal wieder. Ja, voll. Mir war so, wo ist das denn jetzt hin? Ja, man muss sich dann wieder eingrooven. Ja, auf jeden Fall. Also, falls es heute im Stream ein paar Überraschungsmomente gibt, ich muss mich noch ein bisschen eingrooven hier. Huch. Ja. Aber das macht ja gar nichts. Das ist toll, muss ich schon sagen. Ja, du hast das ganz Neue, ne? Ja. Nice. Das habe ich mir jetzt geholt. Ja, das alte war schon sehr, also ich habe das auch wirklich lange benutzt und auch immer total gut aufgepasst, aber man merkt es dann trotzdem, wenn man das jeden Tag so viele Stunden nutzt, dann kann man schon mal in ein neues Gerät investieren. Definitiv. Ist ja auch, also du investierst ja auch in deine Arbeit, in deine Profession. Da muss man ja schon dann auch ein gutes Gerät haben, mit dem man auch, auf das man sich auch verlassen kann. Und ich merke es bei meinem auch, ich habe mir irgendwie total blöd nur die 64 Gigabyte Version besorgt, weil ich dachte, oh ja, dann schließe ich da einfach meinen Harddrive an und dann gar kein Problem. Ja. Ich glaube, die größere Variante wäre besser gewesen. Mhm. So, ja. Naja, so ist das, ne? Ja. Hinterher ist man immer schlauer, aber ja. Nächstes Mal dann. Nächstes Mal dann. Ja. Hier will ich doch was anderes. Fresco gibt es ja auch jetzt fürs Handy, oder?
Gibt es? Oh, ich glaube, da bin ich aber zu, das kriege ich nicht geregelt. Zu klein? Ja, ich brauche viel Platz. Ich merke das auch immer beim traditionellen analogen Malen. Also mit einem DIN A4-Blatt machst du mich nicht glücklich. Mhm. Und wie ist das bei dir? Ganz unterschiedlich. Und manchmal, also ich fange tatsächlich ganz klein an. Mhm. Und es wird dann halt immer größer. Aber es kommt halt auch drauf an, wie man es halt, keine Ahnung, was man halt, an was man arbeitet und wie man arbeitet. Ja, das stimmt auch. Mhm. Und ja. Aber wenn ich jetzt so wie bei dir mit so traditionell arbeiten würde, ja, würde ich wahrscheinlich auch eher so mit Pinsel eher größere Dimensionen bevorzugen, weil du ja dann trotzdem, du malst ja dann auch so richtige Bilder, so ganz große, auf Leinwand und so. Ja, ab und an, ne? Ja. Ja, macht wahrscheinlich mehr Spaß, oder? Wenn es dann größer ist und nicht so mini-fussi-klein. Ja, irgendwie kann ich das auch nicht. Sobald das so sehr klein wird und so fisselig, ich weiß auch nicht, dann habe ich nicht mehr so viel Spaß. Ich brauche irgendwie so dieses lange, große Linienziehen. Das ist auch total witzig, dass ich, zum Beispiel, wenn ich auf Fresco, wenn ich mit Fresco sketche, dann fange ich ganz groß an und mache, mhm, also fange immer mit dem Kopf an und werde dann kleiner, mache den Oberkörper dann irgendwann richtig klein und dann so richtig lang die Beine runter. Also irgendwie so, dass sie so richtig viel Platz haben. Irgendwie brauche ich so diese Freiheit des Striches. Die Freiheit des Striches, ja. Ja, ist doch schön, oder? Wenn es so viele Möglichkeiten gibt und wenn man auch das war jetzt ein bisschen zu groß. Wenn man auch so viel ausprobieren kann. Hier, Wavy Weser sagt auch gerade, fürs Handy sind seine Hände zu groß. Ich glaube, das wäre bei mir auch der Fall. Ja, und Tim sagt gerade, die Freiheit des Striches ist jetzt auf Netflix. Das hört sich echt so an. Ja, ich weiß auch. Ich wusste aber nicht, ich weiß gerade nicht, wie ich das sagen soll. Aber einfach so diese, naja, man hat ja so ein gewisses, also man schon irgendwie so, wie man aufdrückt und wie so sein Strich ist. Das ist ja schon, ja. Und ich brauche einen Platz. Jetzt auf Netflix. Das wäre doch eine gute Serie. Ja, aber es ist eigentlich auch ganz gut, sich mal zu lösen von diesem begrenzten Denken, oder? Jetzt auch so für dich selber. Also für einen selber als Künstler, Künstlerin. Dass man einfach versucht, sich nicht zu limitieren. Finde ich schon gut. Ja. Das kann ich auch nur empfehlen. Also versucht es jetzt die letzten Monate alles neu und alles irgendwie anders und gucken, was noch geht, und schon echt das beste Gefühl der Welt. Aber gab es da bei dir einfach so, hat sich das so ergeben? Tatsächlich durch, ich glaube, Fresco hat mich da krass inspiriert. Einfach wieder seinen Arbeitsprozess zu überdenken, mit einem neuen Programm wieder neu die Synapsen zusammenknipsen, Dinge nicht mehr so machen, wie man sie normalerweise macht. Und auf einmal war ich wieder so, puh. Ja. Es war schon, ja. Und dann habe ich mich erst ganz lange nicht getraut und dachte, oh Gott, dann versteht das wieder keiner. Und warum, dann denken die, warum macht die das jetzt? Und dann auch die Kunden und so. Aber ich meine, schlussendlich mach das jetzt einfach und das wird schon gut sein. Also, da ist Herzblut drin. Es ist ja auch total gut, wenn man verschiedene Sachen ausprobieren kann, oder? Ist ja auch nur, macht ja auch Sinn. Und es tut halt auch voll gut, wieder so zu den alten
ja, ich habe ja ganz viel Modeillustrationen gemacht und irgendwie, es fühlt sich auch an wie nach Hause kommen. Also du meinst jetzt auch diese, zurück zu diesen Vektor-Tools? Ja. Und überhaupt auch jetzt wieder den weiblichen Körper, auch wieder mal die Silhouetten, weil ich mache jetzt auch noch nicht viel Klamotten, sondern kümmere mich jetzt meistens eher um Silhouetten. Wie möchte ich, dass der Frauenkörper aussieht? Und ja. Ja, sowas. Einfach mal das Entdecken wieder. Und neu auch. Ja, ich finde es auch immer ganz spannend, mal wieder neue Sachen auszuprobieren und wie vorhin schon angesprochen, sich nicht zu limitieren. Ja. Wo wir wieder bei dem Thema wären, was ja immer ganz häufig besprochen wird, mit was ist mein Style und jetzt muss ich dementsprechend in meinem Style agieren und jetzt darf ich nur noch das und das und das machen, weil das ist ja mein uniques Markenzeichen und mein Style. Aber ich finde, das kann man schon mal ab und an hinterfragen und mal gucken, ob das, ja, ob man sich nicht anders entwickeln möchte oder weiterentwickeln möchte oder. Ich meine, da gibt es ja 100.000 Möglichkeiten, ne? Ja. Finde ich auch. Und ich glaube, es ist auch Teil des Prozesses, das eben zuzulassen und sich man hat ja trotzdem seine Handschrift, aber die kann sich ja auch ein bisschen ändern. Denke ich auch. Schlechtes. Ja, man wächst ja auch persönlich und seine Interessen ändern sich ja auch mal und man macht ja auch weitere Lebenserfahrungen und. Ja. Oh. Deshalb passend zum Thema dachte ich heute, also für heute mache ich mal, probiere ich mal so Art Lettering aus. Oder Lettering, halt einfach ein bisschen illustrierte Schrift. Finde ich super. Ja, es macht auch Spaß. Ich fand deinen ersten auch schon so nice. Was meinst du? Oder das erste Lettering, was du gemacht hattest. Ach so, das ich vor kurzem mal gepostet habe. Ja, genau. Ja, es macht auf jeden Fall Spaß, da quasi so die eigene Handschrift reinzubringen. Wird auf jeden Fall sehr bunt hier. Jupp. Ja, ich in letzter Zeit schiebe ich auch immer noch so viel mit den Farben hinterher. Irgendwie. Naja, wird schon. Ups. Ich vergesse immer wieder von Ebene, Objekt ausfüllen, auf den Pinsel zu wechseln und habe dann immer so oft das ganze Blatt, was dann wieder in der Farbe erscheint. Hupsi. Ja, man muss sich einfach eingrooven. So. Also hier sieht man es auch nochmal, was ich vorhin so gemeint habe mit diesen Brushes. Das mag ich halt so gerne, dass die dann auch so diesen analogen Touch da dabei haben und so ein bisschen ausgefranst sind. Mhm. Kannst du nochmal näher rangehen? Mhm.
Also Gelb ist jetzt vielleicht nicht gerade so die meine optimale Farbe. Echt? Ja. Gelb und Grün. Ja, da sieht man es halt dann, dass das so ein bisschen ausgefranst ist. Und das mag ich sehr gerne. Ja. Da hat Fresco auch echt ein paar richtig nice Brushes. Oh yes. So. Ups, siehst du, da ist es schon wieder passiert. Aber ich muss erkennen, dass ich das als Hintergrund sehr nice finde. Abbrechen. So. Ah! Okay. Vielleicht mache ich dann doch lieber die Hose grün und das Oberteil auch grün und nicht das Lila. Lila ist aber auch ziemlich cool. Ja, ne? Also ich mit dem Rot vor allen Dingen finde ich schon auch sehr nice. Ja, muss ich mir mal überlegen. Wir sind ja flexibel hier. Ja, genau. Ja, ist ja auch gut, diese Farben dann vielleicht auch noch hinterher abzuändern, weil oft weiß man es halt auch erst, wenn man es sieht. Ja, sehe ich genauso. Geht mir super oft so. Oder es sind dann vielleicht eher auch oft die Zufälle, die halt dann so coole Sachen hervorzaubern. Eine Sache, also wenn man dann so, also die Outlines macht und dann das Ganze füllen möchte, aber manchmal sehe ich dann immer nicht, wo die Lücke ist. Wo ist die Lücke? Und dann wird ja immer alles wieder. Wo ist die Lücke? Auch bald auf Netflix. Ja. Da! Ah! So. Ich bin eigentlich schon ganz happy. Ja, zeig mal. Muss mal gucken. Also so mit diesen Farben. Oh ja. Was hast du? Willst du den Hintergrund weiß lassen oder hast du da auch? Noch gar keinen Plan. Ich glaube, ich entscheide das dann. Vielleicht auch so ein bisschen Struktur. Mal sehen. Vielleicht so ein ganz leichtes, jetzt nicht richtig so beige, so Elfenbein oder so. Mal sehen, wird sich dann noch ergeben. Ich musste gerade von Ruth den Kommentar lesen, dass die zwei Ladies von mir doch hoffentlich aus demselben Hausstand sind. Ja, auf jeden Fall. Ja, da muss man aufpassen. Und hast du schon irgendwelche Vorsätze fürs neue Jahr? Irgendwas, was du unbedingt machen möchtest oder erreichen möchtest? Oder Wünsche, Ziele, Träume? Ganz ehrlich, habe ich darüber noch gar nicht so nachgedacht. Ich würde gerne mal vielleicht meine Webseite neu machen. Aber das mache ich jetzt nicht unbedingt am neuen Jahr fest, sondern es steht einfach mal wieder an. Und also jetzt nicht nur Portfolio updaten, sondern halt so richtig neu.
Mhm. Aber wer kennt das nicht? Die eigene Webseite ist doch immer so ein endloses Projekt. Oh Gott, ich habe ja meine erst neu gemacht, ne? Jetzt denke ich mir gerade, könnte ich schon wieder machen. Ja, ist bei mir auch so. Deswegen, also ich glaube, man muss sich, also zumindest bei mir so, man muss sich da echt einfach so fix Zeiten einplanen und in regelmäßigen Abständen, keine Ahnung, jedes Jahr mal oder so. Aber so einen richtigen Vorsatz oder so noch nicht. Hab ich jetzt prinzipiell nicht, nein. Und du? Ich irgendwie glaube ich auch nicht so richtig. Boah, ja, nee, ehrlich gesagt. Ja. Weitermachen und hoffen, dass wir alle gut ins neue Jahr kommen. Also ich meine, das, was sich ja eh jeder wünscht, ne? Und für mich. Ja. Ich bin halt auch, also ich bin von Haus aus jetzt nicht so der Typ, der das irgendwie dann an Neujahr, so nächstes Jahr muss ich das unbedingt schaffen, sondern eher so go with the flow. Ja. Also es ist schon wichtig, Ziele zu haben, aber die müssen jetzt nicht unbedingt zum Jahreswechsel manifestiert werden, sondern... Nee. Ja. Oh, Silvi sagt, das Motto für dieses Jahr war für sie mehr Reisen. Oh oh. Scheiße. Ja, vielleicht einfach nächstes Jahr. Ja, das ist ich mein. Ich sehe das positiv, es kann nur besser werden. Und Vorsätze bauen auch nur Druck auf. Ja, ich weiß nicht, ich versuche es mal gar nicht so als Vorsatz zu sehen, sondern als Traum oder Wunsch, den ich dann versuche zu manifestieren, eher so, aber auch ja, so richtige Vorsätze, dass ich mich da hinsetze und sage, oh ja, nächstes Jahr ich hoffe zu rauchen. Also ich rauche nicht, aber so, ne? Dementsprechend. Meinst du dieser Klassiker? Ja, die Klassiker, die, also das habe ich auch nicht. Aber so, okay, was würde ich mir wünschen? Was wäre schön? Und dann dementsprechend zu gucken, ja. Mhm. Sehe ich auch so. So. Was und was mit der Brille? Sieht toll aus bei dir. Sehe ich es gerade. Bei dir auch richtig cool. Also ich finde es richtig schön, wie du dich da schon gefunden hast in den Strukturen, in den Buchstaben und so. Da nicke ich, da blicke ich nicht mit Neid, aber mit Bewunderung. Da komme ich dann hoffentlich auch noch hin. Ah, danke schön. Ich freue mich, wenn es gefällt. Ich hatte ja eigentlich ganz große Berührungsängste mit so Lettering oder so selbstgeschriebenen. Ja, das kann ich sehr verstehen. Weil es war ja auch so der volle Hype. Und ich dachte dann immer, ja, es können andere viel besser und so. Aber mittlerweile finde ich es halt auch ganz cool, so wirklich die eigene Schrift zuzulassen und dann nicht eingeschüchtert zu sein. Und genau, das versuche ich halt jetzt einfach so ein bisschen mitzunehmen. Ja, weiter so. Das ist super. Und auch zuzulassen. Genau. Sehe ich gerade noch, ich habe noch einen Arm vergessen hier. Das Schöne in Fresco gibt es für alle noch Arme. Okay. Kann man einfach dazu malen, wieder wegmalen. Jeder bekommt einen Arm. Hupsili.
So. War eben reingezaubert. Hier ist der Arm. Ja. Voll gut. Ja, aber was mir auch noch aufgefallen ist bei dieser, wie ich ja jetzt arbeite mit dem Bleistift und so, ich muss hinterher echt unfassbar viel sauber machen noch, weil ich noch so viel manchmal mit dem, bei den Vectorbrushes ist ja immer so, je doller du aufdrückst, desto mehr kommt dann da. Und da muss ich noch ganz doll, irgendwie bin ich da noch so grobmotorisch. Ich muss mal gucken, ob ich das entweder versuche loszuwerden oder ob das vielleicht mein Stil ist. Auch noch so eine Sache. Wie gehst du mit sowas um? Ganz unterschiedlich eigentlich. Ja, wie vorhin schon gesagt, ich versuche halt einfach viele Sachen ganz intuitiv zu lösen und es passiert dann halt. Oder auch nicht. Also ich glaube, ganz viele Dinge funktionieren dann einfach auch gar nicht so gut, wenn man da irgendwie versucht, Druck aufzubauen, vorhin auch schon angesprochen. Ja. Und da versuche ich halt das auch ein bisschen eben schon rauszunehmen und mich selber dann auch nicht mehr so zu Druck aufzubauen. Ja, bei irgendwelchen Dingen, die ich unbedingt machen möchte oder schaffen möchte. Manchmal gelingt es halt besser. Und manchmal eben schlechter. Yes. Ich sehe gerade, Berit ist da. Hallo Berit. Und sie sagt, sie würde gerne mal unsere Hände sehen beim Arbeiten. Weil sie ja selber nie mit dem Tablet malt. Und ja, das wünsche ich mir bei manchen auch doch tatsächlich, wenn man so richtig zu gucken, okay. Das wäre schon auch mal spannend. Ich würde schon auch gerne mal sehen, wie das so bei dir läuft. Ja, wir können ja hier noch eine Kamera aufstellen. noch ein Fenster dazu. Ja, und gerade Linien. Das ist auch echt ein Thema für mich, ey. Puh. Wie macht ihr denn das alle? Weil ich benutze ja schon diese Paper-like-Folie und dann habe ich manchmal schon das Gefühl, dass mein Apple Pencil so. Ja, macht so. Ja. Hast du schon mal die Spitze getauscht? Hat auch nichts gebracht, oder wie? Nee. Und dann kriege ich nie so richtig, also so eine gerade Linie, ja, weil man kann die ja einrasten lassen, aber ja, mit Lineal. Kurven, da sieht es manchmal aus so. Okay, und das Lineal macht dich auch nicht happy? Nee, gerade bei Kurven und sowas ist, nee, leider nicht. Da bräuchte man auch bei Kurven noch so einrasten und so. Das wäre richtig. Ja, wäre vielleicht ganz gut. Vor allem, wenn man viele Kurven braucht. Also ja. Ich liebe ja dieses Feeling, dass es doch ein bisschen wackelig sein darf. Ja, stimmt. Deswegen war ich damit auch noch nicht so konfrontiert, wie du natürlich. Kann aber auch sein, dass das meine alte Vektor-Sache ist von früher, wo wir natürlich technische Zeichnen auch gemacht haben. Und da muss ja alles immer picobello gerade sein. Ist hier irgendwie mein OCD gerade symmetrisch und so, ist hier, wird hier noch nicht so ganz. Ja, da muss ich mal gucken, wie ich das mache. Aber das ist ja alles der spannende Prozess schlussendlich, ne? Ja, finde ich auch.
Oh, hier Katrin sagt gerade, im englischen Stream hat da ein Lettering-Artist mal gezeigt, dass man bei Fresco auch kurvige Lineale einstellen kann. Ah. Ah, okay, Pre-Release-Version. Na gut, dann warten wir geduldig. Ja, es wird ja dann auch bald kommen wahrscheinlich. Ja, ach, ich finde es ja auch ganz spannend. Weißt du, man muss sich ja auch ausprobieren und... Mhm. Sehe ich auch so. Und es ist ja auch gut, wenn sich was so Step by Step entwickelt. Genau. So, jetzt mal gucken. Oh ja, das sieht schon sehr schön aus bei dir. Ja, ich habe schon wieder mal das Gefühl, dass ich gar nichts schaffe heute. Die Stunde ist dann immer so schnell vorbei. Oh, stimmt. Nicht gerade mal den Blick zur Uhr. Oh ja, ich habe auch schon gerade festgestellt, dass schon relativ viel Zeit vergangen ist. Ja, aber es ist dann immer so nett und dann quatscht man so ein bisschen und der Chat ist auch noch da und irgendwie, ja, vergeht die Zeit dann so schnell. Ja, aber daran merkt man ja auch, dass es so viel Spaß macht. Ja, da hast du recht. Den wollte ich jetzt nicht. Manchmal würde ich mir auch wünschen, so diese Gedankenübertragung, dass dann automatisch schon der richtige Pinsel angestellt ist. Ey, frag nicht, ne? Ich habe letztens auf dem Papier gemalt und mit zwei Fingern geklickt. Aus Papier. Das Problem kenne ich. Dann denkt man dann so, okay, was war das? Und jetzt? Vor allen Dingen auch dreimal hintereinander und mich gewundert, warum es nicht geht. Und dann so. Ja. Wie ich ja schon gesagt habe, komplett mit Fresco verheiratet gerade. Ja. So richtig. Ja, das mit dem Papier ist mir echt schon öfter passiert auch. Tatsächlich. Das ist total lustig. Und dann echt schon so sauer werden aufs Papier. Warum geht denn das nicht? Was ist denn da jetzt los? Hupsi, hupsi. Mhm. Oh ja. Das ist der falsche hier. So, mal hier die Ebene V. Wann postest du deins? Gute Frage. Also ich würde das wahrscheinlich heute noch fertig machen. Oh, krass, ja. Cool. Aber nochmal zusammenfassend für alle, die bei der Challenge mitmachen wollen. Ihr könnt eure Designs zum Thema On the Light Side bis zum 15. Dezember unter dem Hashtag On the Light Side posten auf Instagram, Twitter oder Discord. Mhm. Und eben bei dem mega tollen Gewinnspiel mitmachen. Und wie gesagt, dieser Gewinn ist ziemlich cool. Ein Jahr lang Creative Cloud. Und ein toller Print von Camilo. Also er hat echt mitmachen. Schöne Sachen. Die passen bestimmt in jedes Wohnzimmer. Da bin ich mir ziemlich sicher. Voll, sehe ich auch so. Richtig tolle Sachen. So. So, gucken. Ja, die Wolke braucht noch mal irgendwie eine andere Farbe. Das ist hier noch nicht optimal. Ich bin gespannt. Ja, aber so grau will ich auch nicht. Ja, vielleicht so. Da muss ich auch noch mal länger dran rum. Ich verliere mich auch da in letzter Zeit so richtig drin in den Farben. Also, das nimmt dann kein Ende. Ja, man kann das auch dann total gut einfach da ewig so dahin malen. Ist doch voll schön. Ja, ich lieb's.
Bist du dann auch so eine, die sich dann auch noch das iPad mit aufs Sofa nimmt und so? Ich glaube, also da liefen Filme im Fernsehen. Ich habe keinen gesehen. Ja. Definitiv. Also ich lege es momentan quasi gar nicht mehr weg. Also richtig träume, glaube ich, auch nachts davon, welche Farben ich wie zusammen mixen könnte. Okay. Ja, so richtig. Okay. Ja, also ich bin auch gerade sehr viel am Malen. Also tatsächlich auch heuer so die ganze Weihnachtspost möchte ich gerne selbst gestalten. Also halt diese Karten, die ich halt so an die Familie schicken möchte. So zum Sweet. Ja. Druckst du die dann auch selber, oder? Ja, möchte ich schon. Ja, jetzt hat gerade im Chat nochmal jemand gefragt, ob wir das nochmal mit dieser Challenge wiederholen können. Na klaro. Es ist kein Gewinnspiel, genau, sondern eine Challenge. Kreativität ist gefragt. Ja. Und ihr könnt eben eurer Kreativität freien Lauf lassen und zum Thema On the Light Side ein Artwork gestalten. Egal ob mit Photoshop was Typografisches oder Illustriertes, da sind eurer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Und der Gewinner der Challenge hat dann ein Jahr Creative Cloud. Whoopidoop. Und das ist doch ziemlich cool. Also mitmachen lohnt sich. Und einfach unter dem Hashtag posten, entweder auf Instagram oder auf Twitter oder auf Discord. Oh yes. Oh, es sieht schon ziemlich cool aus bei dir mit dem Grün auch. Sehe ich es erst. Aber siehst du hier, falsches Rot. Siehst du hier, was ich meine mit meinen Wackellinien hier? Ja, aber ich finde die ganz gut. Also ja? Mir gefällt das Wackelige besser als so ganz gerade. Ja, so ein Mix wäre cool. Also gerade wackelig, meinst du? Ja, also manchmal ist es mir noch ein bisschen zu wackelig. Da, ich möchte ja nicht, dass es so rüberkommt, als wenn es so ist. Ja, die kann das nicht. Mit ihren wackeligen Linien da. Nein. Freiheit dem Strich, oder wie? So war. Ja. Ja, gut, da hast du recht. Auf Instagram, da kann keiner rein hineinzoomen, ja. Wahre Worte. Das stimmt. Oh Gott, jetzt haben wir auch nur noch 5 Minuten. Melanie sagt auch gerade, dass dein Style vielleicht auch was für Illustrator am iPad wäre. Hat sie gesagt, es wäre es wert, das mal zu versuchen. Ich hätte auch Bock. Ja, fuchs dich einfach mal rein. Ja, dazu brauche ich halt Illustrator. Ja. Ich habe ja leider nur die Photoshop. Ah, okay. Variante, ja. Musst du das? Ja. Die holst du dir einfach und dann wirst du sehen, ratzi fatzi geht das auch mit den ungeraden Linien.
wackeligen geraden Linien. Hat sich das erledigt, ja. Ja. Das hat sich dann wirklich erledigt, glaube ich. Ja. Mal gucken. Ich habe mir auch ein paar Videos angesehen. Sieht echt cool aus, so Illustrator am iPad. Ich bin auch echt gespannt. Also, ich quatsch schon die ganze Zeit. Wünsche ich mir mal zu Weihnachten die komplette Cloud, glaube ich. Ist doch auch ein tolles Geschenk. Mhm. Also für mich auf jeden Fall das Beste, würde ich jetzt mal so behaupten. Ja. Also es zahlt sich schon aus. So, ich habe jetzt auch noch mal den Blick zur Uhr. Nein. Es ist bald schon wieder vorbei. Jetzt wäre ich gerade so drin. Ich glaube, ich mache dann auch gleich direkt weiter hier. Ja, ich bin gespannt. Ich bin auf jeden Fall heute Abend dann da, wenn du es postest. Ja, ich bin auch schon gespannt, was die anderen dann so Schönes zaubern. Oh ja. Ja, mein Approach war jetzt quasi auch irgendwie ein bisschen sommerlich, weil die Leute hier nicht sonderlich viel anhaben, die Girls. Aber mich ist es halt eher eine Stimmung. Also das Licht im Dunkel und halt echt, ja, durch Farben auch Licht zu bringen. Ja. Und auch eine Stimmung zu kreieren. Ja. Also ist auf jeden Fall ganz gut. So. Wir haben jetzt auch noch 2-3 Minütchen. Die werden noch total ausgenutzt. Ja, ich bin auch schon so völlig kennst du noch diese Serie, wo die Leute immer so vor diesen Toren hin und her gesprungen sind? Mit diesen 1, 2 oder 3? So fühle ich mich gerade schon so. Okay, das noch und das noch und das noch und das noch und das muss ich auch noch. Ja, an die kann ich mich noch erinnern. Okay, vielleicht sind die Hände etwas zu rot. Die würde ich dann vielleicht noch nachher ein bisschen nachbessern, dann sehe ich es erst. Wie machst du das eigentlich mit den Strukturen, wenn du dann die Farbe nochmal ändern möchtest? Musst du die dann nochmal komplett neu machen? Oder gibt es da eine Möglichkeit, die einzufärben? Oder arbeitest du dann mit Masken und Clipping? Ja, es kommt drauf an, schon wie vorhin besprochen kurz, zu Beginn des Streams, entweder ich behalte die Struktur dann bei, wenn ich zum Beispiel gleich jetzt mit Kohle oder so diese Anmutung haben möchte, oder ganz oft mache ich es einfach so, dass ich auch flächige Ebenen mache mit den Vector Brushes, weil man die dann halt auch gut skalieren kann. Ja. Ja, ganz unterschiedlich. Je nachdem, also kommt halt auch drauf an, für welches Projekt und ja. Okay, aber die Hände sehen schon etwas abgefroren aus jetzt. Ja, so. Ah, ja. Ja, ja, ich würde sagen, it's a wrap. Ja, Tim hat jetzt auch nochmal eingeblendet, was morgen so im Livestream zu sehen ist. Branding und Grafikdesign mit Lisa Hartmann. Auch wieder hier bei Adobe Live. Um 11 Uhr geht's los. Ich darf mich jetzt schon langsam mal verabschieden. Es war wunderschön, wieder mal im Stream zu sein mit euch und danke fürs Mitmachen. Wir sind schon sehr gespannt, was ihr alles Tolles zaubern werdet. Und unbedingt mitmachen bei der Challenge, posten unter dem Hashtag OnTheLightSide, damit ihr auch bei dieser tollen Challenge dabei sein könnt. Und ich werde auf jeden Fall mal reinschauen, was dann schon alles Schönes da drinnen zu finden ist. Hat voll Spaß gemacht. Und ja, bis ganz bald, oder? War sehr schön mit euch und ja, ja. Ich bin auch sehr gespannt, was ihr so zaubert. Dann macht's gut. Schönen Tag dann euch noch. Einen Mittwoch.
Thank you.
Tschüss.